Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Way of the Hunter. Ja, endlich spielen wir mal wieder das gefährliche Spiel, sag ich mal. Das schwierigere Spiel. Das Spiel, in dem man weniger Tiere sieht und in dem man die Blutspuren nie wiederfindet. Ich wünsche euch viel Spaß, wir gehen heute ein bisschen spazieren und damit let's go. So, jetzt setze ich aber den Hut ab, weil der ist ganz schön schwer. Ihr müsst euch das mal angucken, das ist halt so dickes Leder. Das ist ein richtiges Ungetüm, ne? Der wiegt, wenn ich das jetzt so schätzen würde, würde ich sagen, halbes Kilo bis Kilo. Bin mir halt unsicher, mit welcher Waffe ich auf den Wolf schießen soll. Das ist das einzige Tier auf dieser Map, wo ich sage, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das einfach mal probieren sollte. Sollte ich einfach mal von hier aus da drauf schießen? Das ist ein Weibchen. Das ist das einzige Tier, was ich scannen kann, oder? Alle Tiere, die ich scannen kann, sind Weibchen. Und da ist ein junges Männchen. Das ist auch ein Weibchen. Das wäre halt der erste Grauwolf, den ich schieße. Ist auch nicht schlimm, wenn das... Oh, das ist ein Männchen. Ich probiere jetzt einfach mal die aus und gucke mal, was die sagt. Also von der Energie her würde die mir schon sagen, gelb. Ist natürlich auch die Frage, ob wir den da hinten wiederfinden. Aber wenn wir den markieren, müsste er eigentlich auffindbar sein. Kann ich mich hier hinlocken? Ja, kann ich. Okay, der eine Treffer sah ganz gut aus, der erste. Wir laufen den See entlang. Wir umrunden den See. Aber wenn die Steyr Hunter Pro 2 bei 300 Meter schon sagt, das ist gelb, also das ist noch zu viel Energie für so einen Wolf, ne? Dann dürfte ich ja so einen Wolf auf 150 Meter gar nicht mit dem Ding schießen, oder? Das wird halt schwierig. Das ist halt zu viel Energie. Da reißt du ein zu großes Loch in den Wolf. Oh. Weiblich ruhig. Da liegt ein Wolf. Wenn mir das noch angezeigt wird, lebt er dann noch? Jetzt ist er tot. Ah, okay, die lag da noch so rum. Okay, verstehe. Das habe ich ja bei Hirschen auch schon mal gesehen, dass die dann halt noch so rumliegen. Und wenn man dann nah rankommt, dann springen die nochmal auf. Ansonsten sehe ich hier erstmal nichts. Mich verwundert hier, dass hier der Aussichtsturm ist, ne? Also hier muss schon eine Menge abgehen. Aber irgendwie gerade, wo ich hier da bin, nicht, ne. Bergziege. What the fuck, wo? Das sind 4-Sterne-Bergziege. Und ich sehe sie nicht. Ich muss mal auf den Turm. Eine 4-Sterne-Bergziege. Das ist natürlich auch geil. Ich laufe einfach nur rum. Ich entdecke so ein bisschen die Karte. Ich habe sehr wenig aufgedeckt auf der Karte. Und muss da jetzt noch ein bisschen nachlegen. So, hinten lief gerade was. Aber jetzt sehe ich keine Bergziegen mehr. Habe ich so eine Bergziege schon mal geschossen oder war das ein Dickhornschaf, was ich geschossen habe? Weil so viel Kontrolle habe ich über die Gebiete hier oben noch nicht, dass ich sagen kann, okay, das ist eine Herde, die ich auf jeden Fall wiederfinde. So wie im Flussland oder so, dass ich da irgendwo eine Herde von Maultierhirschen habe, wo ich ein 4-Sterne ausgewachsenes Tier habe, wo ich sage, okay, den finde ich wieder. Falls der 5 Sterne sein sollte. Die hier, ich weiß nicht, ob ich die wieder finde. Da ist er. Ich muss jetzt schießen. Es wird sonst zu dumm hier. Ich habe einen zweiten Marker gesetzt, der da hinten müsste noch... Ja, sehr gut. Der müsste noch da sein.
Also jetzt drückt mir die Daumen, dass wir den gut getroffen haben. Ah, doch. LOL. Mittlere Menge Luftblasen, da ist er. Da ist mein Treffer. Muss man nur suchen, wo... in welche Richtung der abgesprungen ist. So. Da ist sie doch. Rechter Lungenflügel. Ja, schön rein da. Das war auf jeden Fall ein tödlicher Treffer. So, Übersicht Jagd. Die hatte halt 84,93. Also die hatte nicht das Potenzial für 5 Sterne. Ist halt ein 4-Sterne-Tier geworden. Aber würde ich trotzdem ausstopfen. Würde ich trotzdem ausstopfen. Warum nicht? Grandios, grandios. Dann nehme ich den da. So, 150 Meter. Jetzt stellt er sich aber auch so richtig behindert hin. So, wo bist du lang? Ah, da lang, okay. Schwierig zu finden. Schwierig zu finden. Da braucht man ein Auge für. Und ich habe in letzter Zeit so viel Kauf so weit gespielt, ich habe das Auge verloren. Was man dafür braucht. Ist aber noch weit gelaufen. Ach, da liegt er. Da liegt er, das Dickhornschaf. 2 Sterne, ausgewachsen, ne? Ja. So, Hauptschlagader. Deshalb hat er so tropfenweise, also so krass gesuppt. Also krass geblutet. Der Bock. Okay. Der hatte doch 3 Sterne. Wurde der nicht mit 2 angezeigt? Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, dass es in diesem Spiel auch seltene Farben gibt. Und ich glaube, die gibt es hier nicht. Ich glaube, die gibt es hier nicht. Die Tiere sehen alle gleich aus, außer beim Geweih und bei der Größe. Also beziehungsweise du siehst ja schon Unterschied zwischen Jungtier und ausgewachsen. Und ich glaube, da besteht der Unterschied. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts wie Albino oder besondere Farben oder sowas. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber es kann ja noch kommen. Wir sind ja offen für alles. Baum. Ich hänge am Baum fest. Ich kann gar nicht mehr weg. Oh. Ich hänge ja krass am Baum fest. Oh, jetzt ging's. Jetzt ging's. Ich musste mich hinlegen. Okay. Hier unten ist ein Wolf. Das ist auf jeden Fall nicht der Wolf, der da hinten umgekommen ist, sondern einer, der hier direkt nach dem Schuss draufgegangen ist. In die Leber. Der ist gestorben, weil ich ihn in die Leber getroffen habe. Der war sogar männlich, hatte 1 Stern, war erwachsen und ein Potenzial von 37,95. Der musste auf jeden Fall raus aus der Gruppe. Jagdwertung 4 von 5. War doch ein bisschen zu heftig, die Waffe. Selbst auf 300 Meter war die zu heftig für ihn. Okay. Wissen wir Bescheid. Wahrscheinlich Jagdwertung 4 von 5 kann auch sein, weil wir die Leber getroffen haben, oder? Oh, hier liegt einer. Ja, nice. Achso, wir haben ihn zweimal getroffen. Der erste Schuss ging voll in den... aber voll in den Ass. Voll in den Ass. Und der zweite dann... Fleisch. Der ist am Fleisch verblutet. Ah, wir haben auch in die Wirbelsäule getroffen. Rückgrat, ja. Weibchen. 3 von 5.
Ja. Apitis. Alarmiert. Na, komm an ihm vorbei. Ja, das sieht gut aus. Was hier vorne sind. Fußabdrücke. So. Hier vor mir sieht man jetzt die Blutspur. Die leuchtet immer so auf, ne? Und die, das Ding muss man finden. Und anhand der kann man dann das Tier verfolgen. Jetzt müssen wir wieder warten, da lang. Ist nämlich gar nicht so einfach. Aber das kann man üben, also beziehungsweise der geschulte Blick kommt dann mit der Zeit. Ah, da geht's weiter. Ja, es ist gar nicht so einfach hier den Berg hoch. Gebe ich ganz ehrlich zu, das ist schon hier für Fortgeschrittene. Und das ist, wie gesagt, nicht mehr der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Aber das ist auch so ein bisschen der Reiz an dem Game, dass das ein bisschen schwieriger ist als Call of the Wild. Ja, Call of the Wild ist sehr arcade-lastig. Und das hier ist halt schon ein krasser Simulator, ja. Ich kann hier auch 2 Stunden rumlaufen und nichts sehen. Ja, wir haben heute nur ein bisschen Glück mit den Tieren. Muss ich gestehen. In den letzten Aufnahmen hatte ich nicht so viel Glück. So. Treffer in die Hauptschlagader. Lol. Und ich habe zwischen den Lungenflügeln durchgeschossen. Das ist ja richtig unlucky. Jung, 1 Stern. Was bist du? Männlich, ausgewachsen 1 Stern. Der ist gut, den nehmen wir. Komm schon. Hundbelt. Den wirklich getroffen habe, jetzt war ich abgelenkt davon, dass mein Hund gebellt hat. Weiß nicht, warum der gebellt hat. Geklingelt? Kann schon sein. Da liegt er. Ja, Herztreffer. Herztreffer. Schön. 33,83, der musste raus aus der Gruppe. 1 Stern, ausgewachsen, top. Ja, nehme ich halt Fasan raus da. So, den haben wir schön in den Ass geschossen. 1 Stern 50,09. Ja, warum nicht? Ins Herz. Nice. Der hatte 42,35, der musste auch weg. So, ins Fleisch. 2 Sterne 61,7. Ja. Auch ins Herz. Schön. 2 Sterne. Sehr gut, komm her. Easy peasy. So muss das sein. Der hatte gar keinen Bock mehr.
Der hatte wirklich gar keinen Bock mehr. Hier liegt da der Gute. Ja, direkt ins Herz. Lass ich auch nicht mit mir diskutieren, das war ein direkter Herztreffer. Schön. Oh, hatte der nicht zwei? Okay, er hatte nur einen Stern. Okay, okay, okay. Ja, 36,47, der musste auf jeden Fall raus. Top. Dann war der zwei Sterne, ist abgehauen. Okay. Ah, ich habe gedacht, ich habe ihn getroffen. Aber naja, ist okay. Ist eigentlich egal. Hauptsache, der Bock ist ausgewachsen. So, das war's auch schon wieder mit dieser kleinen, aber feinen Folge Way of the Hunter. Wir haben heute sehr viel Neues entdeckt. Neue Gebiete, Tiere, die ich noch nie geschossen habe, einfach so geschossen. Zack, oben Peng. Wir haben Gebiete gesehen, in der die Tierdichte sehr hoch war. Außerhalb vom Flussland, wo sie ja immer schon hoch ist. Und wir haben auch Gebiete gesehen, wo wir ich bin halt ewig gelaufen und habe nichts gesehen. Das werdet ihr natürlich in dem Video nicht gesehen haben, weil ich habe den ganzen Bums rausgeschnitten. Naja. Auf jeden Fall wieder sehr interessante Runde Way of the Hunter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst den Daumen da, lasst das Abo auf YouTube da, lasst den Follow auf Twitch da. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und bis dann, ciao!